Moin und willkommen zurück zu Shaken Countdown in Assetto Corsa und in dem heutigen Video behandeln wir den Ford Escort Mark I Rally Sport 1600. Jawohl. 885 Kilogramm, also ziemlich leicht, 260 PS, also im Vergleich dazu auch ordentlich was. Und das ergibt ein Leistungsgewicht von 3,40 Kilogramm pro PS. Dieses Auto ist ein Rennauto aus einer Kooperation zwischen Ford und Lotus aus den 60er Jahren. Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Also, Rally Sport sagt schon mal, ne? Rally und solche Sachen. Zum Beispiel. Also bei diesem Auto, wir haben Slicks, wie man sieht, ist das nicht herrlich? Bei diesem Auto gibt es eine Sache zu beachten, und zwar kann man die Übersetzung ändern. Ja, jetzt ist die Frage, wie soll ich sie ändern? Soll ich sie so lassen? Ich lasse sie erstmal so. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann muss ich sie halt noch erhöhen. Mal schauen. Ich werde wahrscheinlich sowieso innerhalb der ersten Runde einen Unfall bauen. Also werden wir sehen, ob das in Ordnung geht oder nicht. Wir haben ja keine Fahrhilfen, das ist dann wieder ein bisschen ungewohnt für mich. Boah, wie der Streit ist, ja. Wow, krass. Und da fängt er schon an zu rutschen. Da fangen an, die Räder zu blockieren. Ja, das wird auf jeden Fall spaßig. Der ist ja super. Der geht ab. Herrlich. Wenig ich bremsen darf, bevor die Räder blockieren. Also der rutscht gerne, das stelle ich fest. Also es macht Spaß. Es ist schwer, aber es macht Spaß. Vielleicht auch gerade deswegen. Oh. Ja. Das waren die blockierenden Räder. Die haben mir zu sehr blockiert. Da war ich gerade nicht so gut drauf vorbereitet. Und nochmal. Aber da brauchen wir ganz schön lange, ja, um loszufahren. Ja, das sieht ja gut aus. Und nochmal Neustart.
verdammte blockierende Räder. Mann. Ich glaube, ich schaffe nur eine Runde. Ich muss ja nochmal von vorne anfangen, so wie der Spritverbrauch gerade aussieht. Oh, was mache ich jetzt? Ja, toll. Na, das war ja großartig. Bloß keine Körbs mitnehmen. Großartig. Und nochmal.
beinahe wäre es passiert. Also das Schweigen, das liegt tatsächlich daran, dass ich mich wirklich konzentrieren muss, keinen Unfall zu bauen. Tut mir leid. Aber ich finde, er klingt auch interessant. So, jetzt kommt die Unfallstelle gleich. Ja, ich weiß ganz genau, welchen Fehler ich gemacht habe. Also werde ich genau versuchen, diesen zu unterlassen. So, ich habe diesen Fehler nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, jetzt wird sich herausstellen, ob die Übersetzung richtig gewählt ist oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich sie ändern und nochmal eine Runde fahren. Ist die Frage, ob wir hier an den Begrenzer vom letzten, vom fünften Gang wahrscheinlich, kommen werden. Geht. Mal schauen, wie es bergab aussieht.
glaube wirklich, die Übersetzung ist so in Ordnung. Mehr kommt dabei, glaube ich, nicht raus. So. Jetzt ist die Frage, ob ich nochmal eine Runde fahren will, aber angesichts eines Zeitmangels glaube ich, dass ich es heute mal hierbei belasse. Das war der Ford Escort Mark I Rally Sport 1600. Eine 823-284, die ist verbesserungswürdig, aber ich denke mal erstmal in Ordnung. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's die Rangliste. Tschüdelü. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.